So, da sind wir wieder. Und wie man unschwer erkennen kann, ist, kann man jetzt unten ein bisschen mehr sehen. Das heißt, den Stachel, wo ich eben dran verreckt bin, sieht man jetzt auch. Das heißt, jetzt ist es richtig in der Einstellung, ja. Weiß nicht, was da eben irgendwie falsch gelaufen ist. Dann wird das Spiel nochmal neu geladen. Oh, come on, ey. Ich will dieses Secret haben. Ich will. Das ist eine asoziale Stelle, ja. Weil man den... Ja, und wie man gesehen hat, da kommt ein Stachel runter. Yeah. Das darf auch eigentlich in keinem fehlen, ne? Sich bewegende Stachel. Das ist überall so. Ja. Gut. Oh ja, cool. Mit Legs im Sprung. Und es laggt. Schön, man kann im Hintergrund gucken, ob es laggt oder ob es nicht laggt. Ja, genau. Und mittendrin hört es dann plötzlich auf zu laggen. Okay, da so ist das auch nicht schön. Lol. Sag nicht, ich muss gleich schon wieder gucken gehen. Ja, okay, jetzt hat's aufgehört. Mit den Worten gucken gehen. Oh. Kotzt mich ja jetzt schon an, dass ich den Sprung hier hoch, hier runter immer wieder machen muss. Schön. Warum laggt das denn jetzt so? Ach man, Fraps, ey. Verhaust es du da? Also irgendwie. Es war so schön im Loop-Modus. Dann war da unten nämlich noch ein Safe-Box und dann muss man nicht jedes Mal aufs Neue diesen dämlichen Weg hier runter. Oh, come on. Come on. So, jetzt. Nein, ach man. Das fängt schon gut an. Dabei ist das ehrlich gesagt noch eine relativ harmlose Stelle hier. Um das schon mal so vorwegzunehmen. Aber mir ist nie aufgefallen, dass ich da auch nach rechts weiter kann. Naja. Also wie gesagt, Secrets mache ich auch nur, wenn ich weiß, wo sie sind, ne? Beziehungsweise wenn ich sie so sehe. Weil ansonsten... Ich werde mich nicht in jedem Screen 10 Minuten aufhalten, um irgendwelche Secrets zu suchen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ach, jetzt komm schon. So. Kann sich wirklich nur noch um Stunden handeln. Wenigstens ist der Sprung hier runter schon mal nicht. Fast. Ach, das kann lustig werden. Oh, come on. Ach, come on. Ich finde das so schön, dass man immer wieder motiviert wird, wenn man hier hochkommt. Ja, ich habe schon die ersten 40 Tode. Hurra. Der war scheiße. Weil wenn man nämlich hier für diese Doppelsprung-Dinger zu früh drückt, also einfach nur die Sprungtaste gedrückt hält, wie so ein Bekloppter, dann triggern die teilweise nicht. Das heißt, da muss man auch noch Gehirn für einsetzen. Das ist so herrlich. Jetzt laggt das schon wieder, ey. Beziehungsweise auch nicht. Ich glaube, das ist wieder da, wo er schneidet. Also Fraps, wo Fraps schneidet. Na gut, aber die Legs machen es wenigstens ein bisschen einfacher. Naja, oder auch nicht. Ne, wenn die Legs nämlich dann wieder vorbei sind, dann kann ich wieder gucken, wie es geht, ey, lol. Was passiert hier? Hier passiert gar nichts. Toll. Hier passiert echt gar nichts? Oh ja, ich hab den Stachel vergessen. Oh nein. Man sollte Stachel niemals vergessen. Niemals. Hier, im zweiten Screen sieht man den auch schon so schön. In Fallposition. Ah nein, das war es doch. Ich hätte nur unten landen müssen. Hm.
Okay. Der war auch wieder dumm. Okay, also hier runter ist kein Problem mehr. Und jetzt heißt es nur noch, diesen einen dämlichen Stachel ausweichen. Oh, ich liebe es, wenn es laggt, habe ich schon gesagt. Ich bin mal gespannt, ob man das dann im Video sieht. Oder ob man da einfach nur sieht, wie ich dämlich in einen komischen Stachel reinspringe. It's Bashi time. Was gibt's noch zu sagen? Können wir fragen, ob jemand die Pinguine hier kennt? Die aus irgendeinem Spiel sind oder ob er die selbst gemacht hat? Weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ach komm, ey. Einfach nur darüber. Übrigens, wenn man da so blöd wird hier mit den Secrets, dann lasse ich es auch. Ich habe nicht vor, hier 100% zu machen. Das wird ja beinhalten, dass ich alle Trophäen haben werde. Apropos, das wird sowieso ein ewig lang Let's Play. Das heißt, das wird immer mal wieder ein bisschen kommen. Ich hoffe, dass ich auch immer mal wieder wen finde für Online-Modus. Wäre auch ganz nice. Gucken. Es ist doch nicht so schwer. Warum komme ich jetzt da überhaupt nicht mehr rüber? Was mache ich denn falsch? Lol. Ich meine, ich würde ja meinen Videos nach, beziehungsweise im Aufgenommen nachgucken, ne? Aber es ist leider noch am Drehen, am Aufnehmen. Ach, Hacke. Verdammte. Ey, ich mach irgendwas mache ich falsch. Da bin ich schon überzeugt. Dass ich irgendwas ist ganz falsch hier gerade. Ah, ich kann auch einen Doppelsprung. Vielleicht ist das, was falsch läuft. Auch nicht. Ey, was ist denn? Bist du dumm jetzt gerade oder was? Ich war doch da drüben auch schon mal. Vielleicht muss ich einfach nur. Nee, auch nicht. Das ist so scheiße. Verdammte Hacke, warum komme ich jetzt dann nicht mehr rüber? Oh, jetzt. Weißt du, weil ich jetzt mehr richtig. Was mache ich da? Was ich jetzt da mehr richtig gemacht habe als eben, aber ja. Passt schon. Okay, okay, okay. Fast. So knapp, so knapp, so knapp. Verdammte. Hacke. 91 Tote schon. Ich glaube, bei 90.000 gibt es irgendeine Trophäe noch. Lol. Einzige, was mich da so ein bisschen noch sagt. Na gut. Wird sowieso noch lustig. Das kann ich sozusagen schon mal versprechen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das hier durchhalten werde. So, ach, lande doch unten, verdammt. Hacke. Lande doch, bitte lande doch. Zalando. Oh. Zalando. Ne, Zalando war Schuhverkäufer. Oh. Ne, war was anderes. Irgendein Lied wollte ich gerade gesungen haben. Oh. Das war's definitiv nicht. Leute. Der war gut. Das heißt, doch mit Doppelsprung. Ja, nein! Oh. Ah, ich kann übrigens gleich mal das Lied des Todes spielen lassen, wenn ich es nicht darunter vergessen würde. Das auch echt episch ist. Auch wieder ein Pluspunkt für das Spiel hier. Definitiv. Ah, drüben. Ja, cool mit Lex. Mit Lex mache ich das gern. Lol. Lol. You died. Lol. Lol. You died. Ich liebe das Lied. Absolut. Und ich will jetzt endlich dieses dämliche Item haben. Ich liebe es, wenn ich keinen Fortschritt mache. Schon mal gesagt. Hingegen. Ja!
Das war's doch. Boah. Das meine ich übrigens mit Verhauen vom Doppelsprung. God first! Awesome Cross-Source. Ein Item, das überhaupt nichts bringt. Aber ich hab's. Lol. So, und wo sind wir wieder? Genau, hier sind wir wieder. Ich habe nur 100 und Tode gebraucht. Schön. So, es geht nämlich in der Wahrheit, ja, genau. Tatsächlich geht's nämlich hier weiter. Okay, aber wie man gesehen hat. Dankeschön für den Doppelsprung. Jetzt habe ich ja nur 4 Tode. Ich weiß nicht, wie der zählt, der Typ. Eventuell vom letzten Save. Oder wenn er da drüber saved, dann kann ich gleich auch mal ausprobieren. Ich würde gerne diese Stelle hier noch schaffen. Ich habe mir ja eigentlich auch schon vorgenommen, wo ich chillen will. Mal gucken, ob ich das heute schaffe. Oder beziehungsweise mit dieser Aufnahme. Wow. So, der war schon mal gut. Der war auch gut. Wow. Und der Bär hier, das ist mein ganz persönlicher Freund. Oh! Alter, ich stelle mich ja gar nicht so dämlich an, wenn es sich gerade um irgendein dämliches Bonus-Item geht. Ja, geil. Und das ist sowieso der epischste Bug hier. Man kann sich in den dämlichen Stein festbacken. Da will doch kein Mensch rein. Verdammt. Na, komm schon. Nein.